Flammen und Beulen herkamen, von denen Ghosts Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der. Also ich würde es gerne verstehen, das ist es. Ich weiß nicht, auf wie viele Felder sich Feuer ausbreitet, auf welche Entfernung, muss ich gucken. Weiß ich auch nicht, aber jetzt. Jetzt sieht's ganz gut aus. Huch, ich habe ein Ei gefunden. Ein wildes Ei taucht auf. Ja. Das ist verwirrt. Also lasst euch aber gesagt sein, Feuer ist echt gefährlich in Minecraft. Nicht nur in Minecraft, auch in echt. Wenn eure Bude einmal brennt, dann lodert das meistens wie zu einer runter. Ja, aber in Minecraft ist es fast noch schlimmer. Kommt jetzt auf das Bausystem an, ne? Wenn das natürlich so ein Feuersicherheitssystem hat wie Berlin, also da kann nichts brennen, weil alles aus ist, das ist das gut. Was, weil alles aus ist? Ja, Flughafen, Berlin. Achso. Das war der erste Punkt, ne, von wegen so Feuersicherheit oder sowas, ja, das war der erste Punkt, deswegen die nicht eröffnen durften. Dann kam ja immer mehr raus. Ja, ich erinnere mich. So, okay, jetzt will ich mal kurz schauen, wie das mit dem Berg da aussieht. Achso, Setzlinge wollte ich noch mitnehmen. Und nix ist wirklich effektiver gegen Feuer, als wenn alles aus ist. Ja, traurig, aber wahr. Ich habe gar keine Setzlinge mehr, was ist denn hier los? Na, ich muss sowieso Holz farmen gehen, von dem her passt das. Oh. Oh. Das ist ja traurig. Ja. Juvi leidet nicht, das ist irgendwie schlecht. Nee, ich habe gerade genug gelitten, danke. So, zack, zack, zack. Huch. Wo geht man denn jetzt Holz farmen? Kann man in, da Wald. In diesen Wald immer noch reingehen? Ja, doch, eigentlich schon, ne? Ja, baue ich irgendwo ab, setz neue Setzlinge nach und dann passt das schon. Huch. Den Block wollte ich nicht wegbauen. Naja, hier hinten ist es so schön dicht, also hier baue ich mal nicht direkt am Weg. Alles, was nicht am Weg ist, wird weggebaut. Boah, der Baum ist noch weiter gewachsen. Vorhin war der nicht über der Brücke. Alter. Was ist los? Die Bäume breiten sich aus. Angriff der Killerbäume. So, jetzt brauche ich Kies. Und später müssen wir noch eine Brücke bauen. Wie haben wir die jetzt eigentlich da hinten gebaut? Ich weiß es gerade gar nicht. Mit Half-Slabs und so. Ja, Half-Slabs und was ist oben drin? So, oben drum ist Zaun und dann Glasdach drin, oder? Genau. Hab ich das richtig im Kopf? Hast du richtig im Kopf? Ich bin nicht mehr ganz so richtig im Kopf. Digga, so, hier, komm, zack. Okay, das Ei hat keinen Huhn drin gehabt. Oh. Ich mir so Budefleischdöner gemacht. Oh, hör auf, ich hab immer noch Hunger. Ich auch. So, die Uhr. Oh, ja, geht ja noch. Ist noch hell draußen, sagen wir es mal so. Naja, aber nicht mehr so hell. Nee. Es könnte heller sein, sagen wir es so. Jo, und dann haben wir gleich. Ich habe ein paar Blumen eingesammelt und jede Menge Samen. Hätten wir da nicht schon genug von? Tja. So. So, Zäune brauche ich noch. Nein. Scheiß Lied. Weg. So. Zäune. Ballas baut eine Brücke. In drei einfachen Schritten. Brauchen. Ich hab da mal was vorbereitet. Brücken-Instant-Pulver. Wasser. Von Maggi-Brücken-Fix. Maggi-Brücken-Fix, genau. Auch wie dumm. Maggi macht der Brückenbau Spaß. Ja, eigentlich macht dir mit Maggi das Zaubern Spaß, ne? Moment. Ich sollte auch Kies mitnehmen. Über den Brückenbau den Kies vergessen. Da hat sich der Brückenfix durch den Wind gebracht, glaube ich. Ja, der war gut. Brücken-Instant-Pulver, wer kennt's nicht? Einfach in eine Schale rein, ein bisschen Wasser drauf und umrühren. Und schon haben wir eine Brücke. Ich find's sowieso so cool auf diesen Fertigtütchen, ne? So steht drauf, so, ja, yeah, komplett so Spaghetti Bolognese, sag ich jetzt einfach mal, ne? Komplett alles, was man braucht. Sie brauchen zusätzlich nur noch. Spaghetti, Wasser, wie? Wie, ich denk da ist alles drin, was soll denn das? Wollt ihr mich verarschen, Jungs? Aber das wäre auch so episch, wenn die das Wasser da auch noch mitverkaufen würden. Du musst doch nur extra bezahlen, damit das Wasser drin ist. Ja,
Wasser soll ja jetzt zu einem Luxusartikel erklärt werden, dass man für Wasser mehr zahlen muss. Aha. Ja, finde ich voll gut. Ernsthaft? Ernsthaft, ja. Also das wird wahrscheinlich so nie durchkommen, ja, aber die Konzerne, also so größere Konzerne, die damit ihr Geld verdienen, mit so Zeug verkaufen und so, die freuen sich schon drüber. Ja, willkommen in Deutschland. Ja, nee, das ist, glaube ich, nach irgendeiner EU-Richtlinie, wenn mich nicht alles täuscht. Willkommen in der EU. Willkommen in der EU, genau. Am besten dann auch noch hier, hast du das mit der Telekom eigentlich mitbekommen? Was? Dass die jetzt ihre blöden Tarife einrichten. Was für Tarife? Nee, weiß ich jetzt nicht. Kriege ich das jetzt so komplett zusammen? Ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber na gut, bis die Folge draußen ist, ist das Thema eh schon wieder gegessen. Die haben jetzt irgendwie so, oder wollen die Leute zu Tarifen zwingen, wo du halt einen gewissen Download oder Upload, wie auch immer, oder eine gewisse Gigabyte-Anzahl frei hast im Monat und dafür alles, was drüber geht, bezahlst halt extra. Also beispielsweise, ich glaube, es waren irgendwas um die 75 Gigabyte oder so. Kurzum, das heißt, jeder Online-Rollenspieler, also jeder, der WoW tagtäglich spielt, kommt locker auf diesen Upload. Jeder, der viel YouTube guckt, kommt auf diesen Upload. Von uns Let's Playern mal komplett abgesehen, wir sind da tausendmal drüber. Ne? Und kurzum, ja, Internet wird dann quasi auch zum Luxusgut. Naja, wenn du es so siehst, das ist ein Telekom-Ding, ne? Ja, aber das soll einheitlich werden, soweit ich das hörte. Also. Gut, ich weiß nicht, also habe ich jetzt auch nicht viel mitgekriegt, auch in letzter Zeit nicht. Aber nee, das wird so eh nicht durchkommen. Ah, ich weiß es nicht, also ich glaube für Neukunden von der Telekom gilt das jetzt schon. Tja, dann würde ich woanders hingehen, nicht zur Telekom, sondern zu, was weiß ich, 1&1. Ja, da muss man jetzt gucken, wer benutzt die Telekom-Leitung, ne? Ja, es gibt ja auch hier, du hast ja auch genug von diesen, was ist das hier? Glasfaserkabel und Scheißdreck. Wer ist denn der ganze Dreck hier? Ich hab Kabel Deutschland und ähnliches, so über das Fernsehkabel praktisch, ja, und sowas. Das dürfte da nicht mit drin sein. Also, wie gesagt, das sind halt auch so Sachen, das kannst du nicht bringen. Also. Nee, aber so ein Scheiß, auch wie man auf diese Idee alleine schon kommen kann. Lässt dich Geld mitmachen. Ja, schon kommt jemand auf die Idee. Das ist aber einfach heftig irgendwie. Ich meine, Leute, ja, da muss ich jetzt gleich mal Werbung für machen. Das ist eine absolut geile Seite. Sandros, ich liebe dich dafür, dass du mir das gezeigt hast. Na. Haustier 112. Ja, ich erinnere mich. Absolut, ja. Absolut geil. Ihr bezahlt, also da bei der Seite, die haben sowieso, ja, so kann man alte Leute eigentlich einfach nur ausnehmen. Und ich finde das gut. Alte Leute sollten ausgenommen werden. Das klingt falsch. Ist es auch. Nee, also müsst ihr einfach mal suchen, Haustier 112. Es geht auf der Seite irgendwie darum, ich krieg's jetzt bestimmt nicht mal hundertprozentig richtig zusammen. Aber ihr ruft praktisch, also ihr meldet euch da an, zahlt eine monatliche Gebühr und kriegt dafür ein Kärtchen zugeschickt, wo ihr dann die Adresse und Daten einer Kontaktperson drauf eintragen könnt, die angerufen wird, wenn ihr irgendwie an Herzversagen gerade sterbt oder sowas. Die möchte sich doch bitte um euer Haustier kümmern, wird dann da Bescheid gegeben. Allerdings ruft er auch nicht Haustier 112 an. Nein, dann ruft er, was weiß ich, dann haben die überhaupt so einen Arzt, Ärzte, Polizisten und ähnliches, ne? Die rufen dann an. Also die machen praktisch gar nichts. Ihr zahlt eine monatliche Gebühr, um so einen komischen Schlüsselanhänger zu kriegen. Für den. Was? Ja, ich erinnere mich so vage dran. Und wenn ihr euren Schlüsselanhänger verliert und dann nochmal dieses Sicher-Safety-Paket nachbestellen müsst, ich nenne es jetzt mal Safety-Paket, kostet das nochmal 12 Euro zusätzlich oder sowas. Und ja, ihr zahlt irgendwie, man zahlt irgendwie 7 Euro im Monat oder so und für diesen Schlüsselanhänger am Anfang einmalig, ja, diese 12 Euro oder sowas, keine Ahnung. Und wenn man ihn verliert, halt, kriegt man das nochmal zugeschickt, dann kostet es halt nochmal 12 Euro. Oder so. Damit Leute ihr Geld scheffeln, ne? Und das von unschuldigen Leuten. Und das von, also ich meine, hallo, ganz ehrlich, von armen Rentnern, ja? Ich meine, hey, die sind ja eh schon mit der ganzen Welt überfordert. Also, ne? Sage ich jetzt einfach mal so. Es gibt bestimmt auch Leute, die kommen mit allem klar, aber es gibt halt auch Leute, die sind einfach so mit technischem Zeug und sowas, wie zum Beispiel Internet, Computer, bla bla, überfordert. Und dass solche Leute, also jetzt hier alte Leute und sowas, ausgenommen werden, finde ich absolut nicht okay. Das ist auch nicht, keine Frage. Das kann man nicht bringen, also
Ich meine, so eine Oma, die zu Hause sitzt, ne, und hier Teleshop guckt und dann da total tolle Sachen kauft, die ja so angepriesen werden und dann eigentlich der letzte Rotz sind. Weil einfach nur der Typ, der im Fernsehen war, der so sympathisch, hat er das rübergebracht. Ich dachte, das könnte ich gebrauchen. Ne, das ist, also, geht gar nicht. Ja, ist schon armselig. Aber damit verdienen auch Leute ihr Geld. Ja, leider, also. Das größte Problem ist, es gibt immer wieder Dumme, die drauf reinfallen. Genauso auch dieses Thema, also auch so dieses Kaffeefahrtenzeug und sowas, ne? Ja, das ist ja kein neues Thema, ne? Ja, aber das ist auch immer was, wo ich mich eigentlich auch immer wieder drüber aufregen könnte. Ja, aber das passiert ja so oft, dass Leute wegen mit irgendeinem Scheiß irgendwie ausgenommen werden, nur weil sie vielleicht gutgläubig sind. Also gerade das sind ja, ich sag mal, viele Rentner, ich möchte jetzt nicht alle unter einem Kamm scheren oder sowas, ne? Aber viele Rentner sind es eben einfach. Ich möchte nicht viel über einen Kamm scheren, aber es gibt einfach Rentner, die sind halt nicht doof. Viele sind doof, aber nicht alle. Nee. Nein, aber du weißt schon, wie ich das meine. Ja, ja, klar. Also. Einfach, das ist dieses Gutgläubige, ne? Das ist ja auch so bekannt, also ist ja auch relativ bekannt, liest man ja auch immer wieder in Boulevard-Presse-Blättchen und sowas, ne? Dieser Ich-Bins-Tricks, da sag ich mal, ne? Du meinst so dieses Selbsthilfezeug? Nein, diese Anrufe so, ne? Also so Cash, also Leute, die Cash abgreifen wollen, rufen einfach irgendeine Nummer an. Wenn sich ein Rentner meldet, sagt man dann, ja, hier, Oma, ich bin's, oder Opa halt, ne? Dann so, das ist ja hier, Achim. Und dann so, ja, genau, Achim, ich bin's, ich brauch, Oma, du, ich hab da Schulden, ich brauch Geld und so weiter, bla bla, ne? Echt, sowas gibt es? Oh ja. Boah, das ist ja noch dreister. Und da werden dann fragt dann so, ja, hier, ne, ich bin gerade nicht in der Stadt, ich bin gerade woanders, ich bin zum Beispiel, was weiß ich, wenn dann Oma gesagt hat, ja, du bist, wie sieht's denn aus, warum brauchst du Geld, hast du da Schulden wegen deiner, was weiß ich, weil du deine Wohnung gekauft oder sowas, ja, genau, deswegen, bla bla, ne, ich bin jetzt gerade aber nicht da, ich bin gerade irgendwie im Ausland, ich schicke jemanden vorbei, der holt dann Geld ab, da brauche ich so und so viel, ne, ja. Dann kommt er vorbei und ja, hier, ne, lalalala. Boah, wie ätzend, ey. Nimmt am Oma da ihre 20.000 Euro ab oder was weiß ich, ne, und freut sich drüber. Solche Leute gehören doch einfach nur verprügelt. Das ist auch eine Straftat, also sowas. Ja, das natürlich, wird auch, das ist ja Betrug. Das, und das wird auch richtig krass geahndet mit, aber ich finde das halt so übel einfach, so wirklich die Gutgläubigkeit von alten Leuten halt vor allem auch mit irgendwie auszunutzen. Ja, es ist einfach traurig. Weiß gar nicht, also als normaler Mensch versteht man sowas, glaube ich, gar nicht, warum man sowas macht. Geld. Aus einem anderen Grund macht man das nicht. Ja, aber ich meine, das ist ja trotzdem kein Grund, den man jetzt irgendwie nachvollziehen kann. Denkst ja nicht von wegen, ach, die haben Leute, die haben ja alle kein Geld, ich verstehe schon, warum die das machen. Na, man fühlt sich halt einfach vielleicht auch geil dabei, wenn man Leute verarscht oder so, was weiß ich. Das ist es wahrscheinlich eher. Ich habe einen dicken Penis, ich habe eine Oma ausgenommen und habe mir dafür eine Flasche Wodka gekauft. Es ist einfach irgendwie traurig. Ach, ich weiß nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Entsetzt mich gerade ein bisschen, weil das wusste ich noch gar nicht. Ja, sowas. Also ich hätte ja eigentlich damit rechnen können, sage ich mal so. Aber ja, man will sowas manchmal auch gar nicht wissen. Ja, weggucken ist auch keine Lösung. Nein, natürlich nicht, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde sowas gesagt, traurig einfach. Einfach nur traurig und erbärmlich. Ja, ist es auch. Also, gerade sowas ist halt echt einfach asozial. Ja, das kann man da wirklich so sagen. Ich meine, wer kennt das nicht? Wir haben ja alle irgendwie unsere Omas, Opas und so weiter, ne? Und das ist halt schon dann, wenn man so sagt, so, hey, hier, ne? Jawohl. So läuft das. Ist schon scheiße. Ja, vor allem, stell dir mal vor, das passiert dir mal wirklich, ey. Ja. Was machst du dann, ne? Ja, genau, also, was tun? Ja, was man tun kann, zur Polizei gehen. Ja, aber ob das jetzt gerade großartig weiterhilft, das ist natürlich dann auch die nächste Sache. Naja, ich weiß nicht, wie es aussieht, ob man das irgendwie über Anrufrückverfolgung oder sowas, ob man da irgendwie, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Nee, ich mich auch nicht, also zu wenig. Aber trotzdem, ach, einfach bäh.
So. Schauen wir mal. Haben wir irgendwelche Themen, die lustiger sind? Irgendwelche fröhlicheren Themen? Oh, ich weiß gerade nicht. Jetzt bin ich geschockt. Ich kann nicht. Sowas wie ein süßes Panda-Baby oder sowas. Das sind immer voll wichtige Themen.